Der Widerstand einiger Anrainer gegen die Errichtung einer Lagerhalle bei Sunpor wird größer. Der Verein Pro Niederösterreich tourt durch das Land und informiert über die Leistungen der EU. Richtiger Umgang mit Stress oder Stress erst gar nicht aufkommen zu lassen, war Thema eines Infoabends. Sunpor produziert in Stadersdorf EBS-Granulat das Grundmaterial für Styropor. Errichtet wurde das Werk im Jahre 1986. Damals waren jene Anrainer, die heute auf die Barrikaden steigen, noch nicht vorhanden. Die Kritik richtet sich gegen Sunpor dahingehend, dass man eine Wiese gekauft hat, die im niederösterreichischen Raumordnungsprogramm als erhaltenswertes Grünland ausgewiesen ist. Die Landesregierung hat sie als wertvollen Trockenrasen eingeschätzt. Zahlt den Bauern Förderungen, der darf es nicht düngen, der darf es nicht zu gewissen Zeiten abmähen. Die Landeshauptstadt St. Pölten hat im Jahr 2009 an die Landesregierung einen Brief geschrieben mit dem sinngemäßen Inhalt, diese Wiese ist nicht schützenswert, es wäre keine raumtrennende Funktion zu erkennen und im Übrigen wurde gleich mit diesem Schreiben mitgeteilt, dass also die Standorteignung für Bauland-Industriegebiet aus historischen Gründen gegeben ist. Bei Sunpor versteht man die ganze Aufregung nicht, denn bereits beim Kauf des Grundstückes wurde festgehalten, dass man aus logistischen Gründen die Halle errichten will und nicht zur Produktionssteigerung. Unser Schwerpunkt in der Produktion und auch für weitere Ausbauten liegt in Radlberg. Stadersdorf bleibt in seiner jetzigen Form und Größe erhalten. Die Steigerung der Produktionskapazität will man im Werk 2 in Radlberg erreichen. Durch den Bau der Lagerhalle gibt es weder eine zusätzliche Gefahr durch die Produktion oder durch sonst von den Anrainern in den Medien verlautbarten Szenarien. Die Gutachten ergeben, dass ein Abstand von mindestens 340 Meter zum Wohngebiet gegeben sein muss. Wenn Sie sich das anschauen, wird dieser Abstand jetzt schon nicht eingehalten. Die berechneten Abstände, die hier einige Male zur Diskussion gestanden sind, entsprechen einer sorgfältigen Prüfung und basieren auf unveränderten Mengen seit 1996. Die Luftbildaufnahme aus dem Jahre 1997 zeigt, wie schmal der Streifen ist, wo die Lagerhalle errichtet werden soll. Der angestrebten Umwidmung in Industriebauland gehen rechtskonforme Entscheidungen des Landes voran. Trotz Steigerung des Produktionsausstoßes wurden die Lagermengen an Pentan und Styrol auf dem Stand 1996 gehalten. Die Baulandwidmung für die Johannesgrabensiedlung, wo die jetzigen Gegner von Sunpor zu Hause sind, wurde erst im Jahre 1993 erteilt. Also 7 Jahre nach der Werkserrichtung von Sunpor. Die neue Mittelschule ist im Vormarsch. Im Gegensatz zur vierjährigen neuen Mittelschule wurde seitens der ÖVP hierzulande das Niederösterreich-Modell eingeführt. Dabei muss die Entscheidung zwischen Gymnasium und Hauptschule bereits nach 2 Jahren getroffen werden. Die SPÖ geht davon aus, dass diese Regelung nun fällt. Die niederösterreichische ÖVP, ja, bleibt nichts anderes über, als dieses vierjährige Schulmodell auch umzusetzen. Die werden es zwar nicht zugeben, die werden andere Argumente bringen, aber schlussendlich haben wir auch in Niederösterreich in der Endausbauphase dieses vierjährige Schulmodell. Im Zuge der Bildungskampagne Ja, ich will, hat die SPÖ Niederösterreich zahlreiche Informationsveranstaltungen zu dieser neuen Unterrichtsform durchgeführt. Künftig will man auch die Gymnasien in die Pflicht nehmen, denn die neue Mittelschule bietet mehr Chancengerechtigkeit. Wir glauben, dass das System der neuen Mittelschule auch gegenüber der Unterstufe des Gymnasiums eminente Vorteile für Schüler und Lehrer bringt und daher auch notwendig ist, auf dieser Ebene als ein einheitliches System der 10- bis 14-Jährigen in Zukunft zu führen. Von den hohen Qualitätskriterien überzeugen sich die Verantwortlichen direkt vor Ort im Klassenzimmer. Auch durch die Umfragen des Bildungsministeriums sieht man die einheitliche Schule für alle 10- bis 14-Jährigen bestätigt. Demnach stellen mehr als 90% der Schüler und 80% der Eltern der neuen Mittelschule ein gutes Zeugnis aus. In wenigen Wochen starten die Sommerferien und mit ihnen beginnt für viele Jugendliche der Freizeitstress. Ganz gleich, ob man sich sportlich betätigen oder abends fortgehen möchte, in St. Pölten gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Damit das persönliche Budget nicht darunter leidet, hat der Magistrat die City Supercard ins Leben gerufen.
Die City Supercard ist die Jugendcard der Stadt St. Pölten, die an alle St. Pöltener und St. Pöltnerinnen im Alter von 14 bis 24 ausgegeben wird. Mit dem Besitz der Karte sind viele Vergünstigungen, Ermäßigungen, Rabatte, Gewinnspiele verknüpft, die eben in Anspruch genommen werden können. Beantragen kann man die Karte ganz einfach online auf www.citysupercard.at. Im regelmäßigen Newsletter werden die Kartenbesitzer über die zahlreichen Vergünstigungen, Freikarten und Aktionen auf dem Laufenden gehalten. Die neue St. Pöltener Jugendkarte ist kostenlos und kann ab Anfang Juli eingesetzt werden. Die heimischen Klein- und Mittelbetriebe blicken positiv in die Zukunft. Das belegt eine Studie im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen. Demnach rechnen nur rund 4% der Unternehmen mit einer Verkleinerung in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Es erwarten 3/4 der Unternehmen einen gestiegenen Umsatz, 2/3 erwarten sich einen gestiegenen Gewinn. Wir haben ja gesehen, dass das doch wesentlich positiver ist und die Sichtweise als noch vor 1,5 Jahren. Auf der anderen Seite natürlich auch die Personalkosten und 30% der KMUs erwarten in den nächsten Jahren, obwohl sie auch versuchen, mehr Eigenkapital zu schaffen, einen Finanzierungsbedarf im Sinne eines Bankkredits. Etwa die Hälfte der Firmen will in den nächsten Jahren den Betrieb modernisieren. Seitens der Sparkassengruppe sieht man es als eine wichtige Aufgabe an, diese Investitionstätigkeiten zu unterstützen. Im letzten Jahr haben Erste Bank und Sparkassen in Österreich insgesamt rund 7,8 Milliarden Euro an Neukrediten vergeben. P3TV und MFG stellen die Politik ins Zentrum. Am 3. Juli wählt St. Pölten einen neuen Gemeinderat. Im Laserton startet am 27. Juni um 19 Uhr die Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten der im Gemeinderat vertretenen Parteien. Rudolf Feider von P3TV und Hannes Reichel vom MFG fühlen den Kandidaten auf den Zahn. Und Sie können live dabei sein. Sichern Sie sich Ihre kostenlose Platzkarte. Richtig scharf aussehen? Neuer Busen? Neue Nase? Neue Lippen? Es geht aber auch einfacher. Neue Brille von Forster. United Optics. Sehen und gesehen werden. Ab 49 Euro. Bei Forster. United Optics. Sommer, nur daher komme, zum Strand von Grado, nie war ja Lado. Doch jetzt bleib ich daheim, weil so schön ist am Divan, die Adria kann mich gern haben, weil ich tue Kabel schauen. Das Sommerkabel gibt's jetzt sonnige 3 Monate gratis, inklusive Anschluss. Kabelsignal. Ich stehe auf die Leitung. Am 3. Juli wählt St. Pölten. Den Spitzenkandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ und den Grünen fühlen wir in unserer Wahlstandpunktsendung auf den Zahn. Die Journalisten Hannes Reichel, Michael Müllner, Oswald Hicker, Lisi Czastka und Rudolf Feider fragen nach. Erste Runde am 14. Juni in P3TV. Hermine Schmidt ist die gute Seele einer Wohnhausanlage in St. Pölten-Haarland. Seit 1995 macht sie hier mehr als nur ihren Job. Sie ist einer der guten Geister Niederösterreichs, denen Landeshauptmann Erwin Pröll ein ganz besonderes Dankeschön sagen möchte. Für Hermine Schmidt ist ihr Einsatz eine Selbstverständlichkeit. Mir macht eigentlich alles Spaß. Es ist egal, ob im Winter der Schnee, im Sommer der Rosen, die Häuser. Es ist ganz einfach das Arbeiten mit den Leuten. Und ganz besonders eigentlich mag ich unsere Senioren, weil mit denen bin ich den ganzen Tag zusammen, ne? Die sind daheim und die liegen mir ganz besonders am Herzen. Umgekehrt ist das genauso. Ihre offene und hilfsbereite Art sorgt für ein besonderes Vertrauensverhältnis. Mit der Nominierung zum guten Geist möchte die Hausverwaltung die Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Für die Bewohner ist Hermine Schmidt unverzichtbar geworden. Ja, weil ich es halt gern auch hab. Ja, für mich ist halt alles, weil alles, wenn ich was brauche, sie bringt mir's und macht mir's und tut mir's
Und du kannst es auch zu jeder Zeit haben, wenn du jetzt irgendwas brauchst, und das ist halt wichtig. Dafür soll Hermine Schmidt nun belohnt werden. Wie alle guten Geister Niederösterreichs hat sie die Chance auf einen Wellnessaufenthalt. Auf gute-geister.at können noch bis 21. Juni weitere gute Geister nominiert werden. Unter allen Einsendern werden ebenfalls attraktive Preise verlost. Der Verein Pro Niederösterreich hatte zum Europa-Bürgerforum ins Haus der Begegnung nach Gaming geladen. Weil die EU oft mit dem Stigma mangelnder Transparenz behaftet ist, will man die EU sowie die Politiker näher zum Bürger bringen. Die sind halt entweder in Straßburg oder in Brüssel, haben dort ihre Ausschüsse, ihre Sitzungen und haben daher nicht die Möglichkeit, so omnipräsent wie mancher Politiker, der hier vor Ort ist, zu sein. Und daher muss man da auch mit den Medien gemeinsam versuchen, die Politiker, die Ideen, die sie haben, ihre Vorstellungen ganz einfach den Menschen näher zu bringen. Und da muss man halt die EU näher heranholen und diese Basis bieten. Egal ob Regionalförderung, Arbeitsmarktförderung oder Finanzhilfen, viele Themen wurden beim Bürgerforum erörtert. Die Tatsache, dass für die Menschen Europa noch weit weg ist, bleibt aber. Wenn man sich die Zeit nimmt und auch versucht, von der Sprache ein bisschen wegzukommen, von dieser juristischen oder technokratischen Sprache, und das auf das runterzubringen, was dem Einzelnen halt sozusagen wirklich ein Anliegen ist. Auch die neue Situation am Arbeitsmarkt, der seit 1. Mai für Arbeitnehmer aus den ehemaligen Ostländern geöffnet wurde, polarisiert, warnt die Arbeiterkammer. Wir müssen sehr wohl aufpassen, dass es nicht das Lohndumping jetzt geben wird, nämlich dass gerade die Hilfstätigkeiten ausgetauscht werden mit billigeren, gemeinten billigeren Arbeitskräften aus diesen besagten Nachbarländern. Da ist ganz wichtig, dass wir seit 1. Mai dieses Lohn- und Sozialdumping-Gesetz haben, das ja nicht nur wichtig ist für die zuziehen am freien Arbeitsmarkt, sondern auch für die in Österreich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nämlich auch einen Schutz für unsere Beschäftigten. Und da ist es vor allem wichtig, jungen Menschen hochqualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Der Arbeitsmarkt der Zukunft fordert das. Millionen Österreicher sind Burnout gefährdet, sagt die Ärztekammer. Die psychischen Erkrankungen sind im Vormarsch, das steht außer Frage. Und das kostet die Wirtschaft Geld, denn durchschnittlich 37 Tage fällt jemand wegen einer psychischen Erkrankung aus. Aber man kann rechtzeitig die Notbremse ziehen, wenn man die Warnsignale erkennt. Eines der wesentlichsten Mittel, um Stress abzubauen, raus in die Natur. Nehmen Sie Stöcke, Nordic Walking Stöcke, eines der hilfreichsten Methoden. Und damit kann man natürlich das Schlimmste einmal verhindern. Nur wenn es dann so weit kommt, wenn Sie einfach merken, und vor allem merken es dann auch die Kollegen, dass also die Anspannung doch eine höhere ist, ja, dann braucht es professionelle Hilfe. Damit es nicht so weit kommt, stand das Thema einen Abend lang in der Sparkasse Niederösterreich im Mittelpunkt. Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte hatte zu dieser Informationsveranstaltung geladen. Unter dem Titel Fit for Business statt Burnout wurde die Möglichkeit des innovativen Stress- und Ressourcenmanagements vorgestellt. Ein wichtiges Thema auch für die Sparkasse Niederösterreich, die immerhin 500 Mitarbeiter beschäftigt. Wir setzen auch sogar bei unseren Verkaufstrainings bei jungen Mitarbeitern auch schon Psychologen ein. Weil ich glaube, insgesamt für jedes Unternehmen ist das sehr wichtig, und ich glaube auch für die Volkswirtschaft unterschätzt man den Schaden, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt oder auch nicht entgegensteuert. Und das kann man mit einfachen Mitteln. Alle 90 bis 120 Minuten hat man ein Belastungstief, so die Experten. Dann sollte man eine Pause einlegen. Im Vortrag von Andrea Ristl von Autonom Talent wurde das Erkennen der eigenen Belastungsgrenze diskutiert. Denn öfter Nein sagen und einen Ausgleich schaffen sind wichtige Präventivmaßnahmen, um zu verhindern, dass Stress krank macht. Die Blasmusikkapelle Kirchberg bildete den musikalischen Rahmen zum FPÖ-Wahlkampfauftakt in der St. Pöltener Fußgängerzone. Die Kandidaten zur Gemeinderatswahl sowie Landesrätin Barbara Rosenkranz fordern mehr Sauberkeit, Stopp dem Finanzchaos in St. Pölten und vor allem mehr Sicherheit.
Ja, also ich traue mich selber nicht mehr einzubilden um ein Dunkel, weil mir sind nämlich drei Ausländer-Jugendlichen nachgegangen. Sie haben mir gedroht, dass sie meine Kinder umhauen. Ich habe mir eine Telefonnummer hergeben müssen. Seitdem traue ich mich überhaupt am Bahnhof nehmen zu bilden. Ja, das kenne ich auch. Wahnsinn, gell? Ja. Ja, es ist auch so, dass man auf die Spielplätze nicht mehr gehen kann. Es sind Parkbänke umgeschmissen, der Mist liegt überall rum, die Schaukeln sind hier, es wird alles Mögliche zerstört und umgeschmissen. Ja, da sieht man, die SPÖ-Politik in St. Pölten ist total gescheitert. Die Kriminalität ist gestiegen. Wir fordern deshalb ein sicheres und lebenswertes St. Pölten. St. Pölten hat unleistbare Wohnungen, unleistbare Mieten. St. Pölten hat Riesenverkehrsprobleme. St. Pölten hat Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Alleine 6.000 Menschen müssen hier auspendeln. Die Gebühren sind teurer geworden, die Wohnungen sind teurer geworden. Das kann man sich ja nicht mehr leisten in St. Pölten. Ich stimme Ihnen zu. Wir von der FPÖ fordern billigere Gemeindewohnungen, günstige Starterwohnungen für die Jugend und eine Senkung der Gebühren. Die Stadt muss auch unbedingt belebt werden, damit St. Pölten für die Bürger wieder leistbar und lebenswert ist. Aber es ist natürlich auch St. Pölten nicht irgendeine Stadt. Es ist die größte Stadt Niederösterreichs. Es ist eine Stadt auch mit einer Leitfunktion. So wie in St. Pölten die Wahlen sind, so wie sich die St. Pöltener entscheiden, da haben sie es in der Hand, einen Trend zu setzen. Das ist heute wirklich ein Wahnsinn. Man kann nicht mehr sicher in die Diskos gehen oder sonst wo fortgehen. Man wird nur noch mehr angepöbelt. Das ist wirklich schrecklich. Genau. Dann kommen irgendwelche so ausländischen Typen daher und bedrohen dann gleich. Und genau das Gleiche ist im Schulbus. Man kriegt keinen Sitzplatz mehr, man hört fast kein Deutsch und es ist ziemlich laut. Ja, darum bemüht sich die FPÖ, so stark wie möglich zu werden im Gemeinderat, um eben diese Anliegen wirklich für die Jugend vertreten zu können. Und darum würde ich euch auch bitten, am 3. Juli FPÖ zu wählen, damit wir dies auch wirklich bewerkstelligen können. Nur eine starke FPÖ garantiert die Änderung der Zustände in der Landeshauptstadt St. Pölten. Mit Spitzenkandidat Hermann Nonner sowie Heidi Roskopf, Peter Sommerauer und Klaus Otzelberger hat die FPÖ ein starkes Team für diese Gemeinderatswahl am 3. Juli. Hingehen und FPÖ wählen. Dann wird St. Pölten wieder liebenswert, lebenswert und auch leistbar werden. Der Spargel hat Hochsaison, das Angebot ist dementsprechend groß. Setzt man auf Bio-Qualität, kann man sich der Naturbelassenheit des Spargels sicher sein. Denn Biobauern wie die Familie Engelhardt aus dem Traisental verzichten auf chemische Düngemittel. Dieser sorgsam geerntete Bio-Spargel landet schließlich bei EFI Naturkost im Regal. Die Nachfrage nach dieser Saisonware ist groß und das mit gutem Grund. Der Spargel gilt als entwässernd und entgiftend für den Körper, so wie zum Beispiel Brennnessel auch. Und aus dem Spargel kann man nicht nur diese ganz berühmten Speisen mit der Sauce Hollandaise machen, sondern man kann den Spargel auch grillen oder zu jedem Gemüse dazugeben. Neben saisonalen Köstlichkeiten aus der Region wie dem Bio-Spargel bietet der St. Pöltener Naturkostladen auch eine große Auswahl an Bio-Obst und Gemüse aus aller Welt. Hinzu kommen weitere Produkte für alle Lebenslagen. Unsere Naturkosmetik bietet Ihnen Sonnenkosmetik ohne Nanotechnologie und ohne chemische Inhaltsstoffe. Selbstverständlich sind die Produkte auch mit dem entsprechenden Lichtschutzfaktor ausgestattet. Dank der ausgewählten Inhaltsstoffe kann man die Sonne schließlich mit gutem Gewissen genießen. EFI Naturkost in der Kremser Landstraße ist ganz einfach die Adresse für alle, die Wert auf natürliche Produkte in höchster Qualität legen. Achtung, Kabelsignal wechselt den Sendeplatz von P3TV. Ab 12. Juli sehen Sie P3TV nur mehr auf Kanal 21. Bitte starten Sie jetzt den Sendersuchlauf. Domplatz. Der SPÖ-Vorschlag für die Neugestaltung des Domplatzes sieht in Phase 2 den Domplatz autofrei vor. Nicht mit uns. Wir wollen für die Innenstadtkaufleute, für die Kundinnen und Kunden, für die Bürgerinnen und Bürger einen multifunktionalen Platz
mit Wochenmarkt, mit verschiedenen Festen, mit Veranstaltungen, aber eben auch mit Parkplätzen. Weil für St. Pölten mehr möglich ist. Am 3. Juli Matthias Adl für St. Pölten. Lateinamerika-Fest in der Schreinergasse am 16. Juni ab 10 Uhr mit Flohmarkt, Streichelzoo und mexikanischen Köstlichkeiten. Achtung, limitierte Stückzahl. Bei Seat Tapaina gibt es den sportlichen Seat Leon Chili ab sensationellen 14.750 Euro. www.tapaina.at. Weißenbachler Feuerwehrfest bei Frankenfels von 17. bis 19. Juni mit tollem Rahmenprogramm, Disco, Tanz und Unterhaltung. Sonnenwendfeuer der Naturfreunde St. Pölten am 18. Juni beim Bootshaus. Testen Sie Ihr Geschick am Kletterturm der Naturfreunde. Unser Tip-Top-Team repariert, montiert, demontiert und saniert. Tip-Top-Service, der Top-Tipp in Sachen Dienstleistungen. Gerne übernehmen wir Ihre Firmungs- und Erstkommunionsfeier. Dafür hat das Hotel Gasthof Seeland am Sonntag, den 19. Juni, für Sie geöffnet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tierfreund gesucht auf P3TV. Man hört es schon, unser erster Gast macht sich bemerkbar, und zwar der Rolfi. Hallo? Der Rolfi ist ein Brackenmischling, er ist 4 Jahre alt und natürlich aufgrund seines doch sehr jungen Alters noch sehr verspielt. Sein Lieblingsspielzeug ist der Ball, den apportiert er mit Leidenschaft, und darum sucht er natürlich auch Besitzer, die sich viel Zeit für ihn nehmen, die viel mit ihm unternehmen. Der Rolfi war angebunden an einem Baum, ist dann so gefunden worden und dann eben im Tierheim St. Pölten gelandet. Er ist ein sehr, sehr unkomplizierter Hund, trotz seines Schicksals, und sucht jetzt einen Platz, durchaus auch mit einem zweiten Hund beispielsweise, denn er ist sehr verträglich mit Artgenossen, besonders Weibchen, die mag er eigentlich alle. Bei Rüden entscheidet dann die Sympathie. Dankeschön, Gerti. Und als nächstes kommt der Semi zu uns. Semi ist ein ganz außergewöhnlich verschmuster Kater, wie man es auch sieht. Also er liebt Streicheleinheiten und sucht jetzt einen Besitzer, wo er das auch bekommt, wo man auch viel Zeit auch für ihn hat. Semi ist in Lilienfeld gefunden worden im März und dann ins Tierheim nach St. Pölten gebracht worden. Hier lebt noch die Hoffnung, dass sich vielleicht sogar noch der Besitzer meldet. Ansonsten, wie gesagt, sucht er eben einen Platz. Am besten mit Freigang, also das wäre ideal für ihn. Eine zweite Katze im selben Haushalt ist kein Problem. Er ist ein sehr freundlicher Kater insgesamt. Und er ist eine Plaudertasche, das zeigt er jetzt bei uns. Leider nicht, oder Gott sei Dank. Auf jeden Fall plaudert er sehr viel. Das heißt, er miaut ganz gern und unterhält sich so auch mit seinem Besitzer. Ein sehr außergewöhnlicher Knabe. Tigger ist ein sehr junger Golden Retriever Mischling. Er ist erst 1,5 Jahre alt. Die Geschichte, wie er ins Tierheim St. Pölten gekommen ist, ist allerdings leider nicht so schön. Die Polizei hat das Tierheim St. Pölten verständigt, dass in einer Wohnung Menschen ausgezogen sind und einen Hund zurückgelassen haben. Tiger war in der Wohnung an einer 30 cm Kette angehängt und hatte niemanden, der ihn versorgt hat. Es besteht auch die Vermutung, dass er geschlagen wurde von seinen vorigen Besitzern. Und trotz dieser Geschichte hat er das Vertrauen zum Menschen nicht verloren, zum Glück. Also er ist sehr anhänglich, sehr verschmust, er liebt die Gesellschaft von Menschen und braucht auch jetzt jemanden, der wirklich viel Zeit für ihn hat und der sich viel mit ihm beschäftigt. Jetzt ist Amber bei uns. Amber ist eine noch sehr junge Katze, sie ist noch nicht einmal 1 Jahr alt. Sie wurde in St. Pölten verletzt gefunden. Wahrscheinlich wurde sie von einem Auto angefahren, denn sie hatte einen Beckenbruch jetzt hinter sich. Mittlerweile ist er ganz gut verheilt. Allerdings muss man jetzt in der Anfangszeit schon noch ein bisschen darauf achten, dass sie nicht zu wild herumspringt. Das heißt, sie muss noch ein bisschen gehätschelt werden.
nachdem dann alles überstanden ist, der ganze Beckenbruch und die Folgen davon, wäre ein Freigang Platz ideal, das heißt, wo sie auch ein bisschen raus darf. Sie ist auch sehr, sehr verspielt, eben aufgrund ihres sehr, sehr jungen Alters. Das heißt, man muss sich halt jetzt ein bisschen in der Übergangszeit überlegen, welche Spielformen kann man mit ihr machen, um doch ihren Spieltrieb zu befriedigen und doch sie noch nicht zu überfordern aufgrund der Verletzung. Gut, danke schön und als nächstes kommt ein Welpe zu uns. Zoe ist ein Husky-Mischling. Sie wurde erst im November, Ende November geboren und hat trotz ihres jungen Alters schon eine ganz schöne Größe erreicht. Das heißt, sie wird auch noch ganz schön wachsen. Deshalb suchen wir für Zoe einen Platz, wo man ihr viel Auslauf bieten kann aufgrund des Huskys, der ja doch bei ihr drinnen schlummert, ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Die Mutter von Zoe war läufig und der Besitzer hat das leider übersehen. Jetzt ist Zoe mit zwei Schwestern im Tierheim gelandet. Da hat dann die Geduld nicht mehr gereicht, dass auch die drei jungen Damen auf einen schönen Platz vermittelt worden wären. Das heißt, sie warten jetzt im Tierheim St. Pölten, dass sich ein Besitzer oder eine Besitzerin findet. Man merkt schon, die Zoe ist ein eher schüchterner Hund. Das heißt, sie sucht sehr ruhige, verständnisvolle Besitzer, die ihr auch natürlich noch alles beibringen. Denn wie gesagt, im November ist sie geboren. Das Leinegehen hat man jetzt im Tierheim St. Pölten den dreien gelernt, den drei Damen. Aber alles andere, da darf man sich natürlich daheim noch austoben. Wenn Sie Interesse an einem der heute vorgestellten Tiere haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich im Tierheim St. Pölten melden. Wir blenden Ihnen wie immer die Telefonnummer, die Internetadresse ein. Kommen Sie am besten selbst vorbei, besuchen Sie die Tiere hier im Tierheim St. Pölten. Wir freuen uns, wenn ganz, ganz viele an einen neuen Platz gehen und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie auch wieder das nächste Mal dabei sind bei Tierfreund gesucht. Jeden Dienstag und Freitag P3TV aktueller denn je mit Informationen, Neuigkeiten und Interessantem aus dem Zentralraum von Niederösterreich. Für Vereine bieten wir ein besonderes Service. Nutzen Sie die Möglichkeit einer Ankündigung und schalten Sie Ihren Event. Informieren Sie uns über ein sportliches, kulturelles oder gesellschaftliches Highlight aus Ihrem Vereinsleben. Gerne berichten wir darüber. Rufen Sie uns an oder senden Sie eine Mail an p3@p3tv.at. Jetzt das Wetter in Ihrer Region. Unter www.p3tv.at lassen sich die gewünschten Wetterdaten ab sofort online abrufen. Das P3-Wetter informiert Sie über die aktuellen Messwerte und bietet eine Vorschau auf die nächsten Tage. Mit den Wetternews von P3tv sind Sie immer bestens informiert. Grüß